Büyük depremlerden sonra tehlikeli olanlardır. Çünkü binalar hasar görmüş ve henüz yıkılmamışsa artçı deprem, daha küçük ölçekli bir artçı depremin binayı yıkma riski çok çok yüksektir. Dolayısıyla bizim hasar tespit çalışma grubumuz, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın başkanında yürütülen ve yine illerde bakanlarımız tarafından da koordine edilen çalışmalarda bu binalarımız tamamen ilgili mühendislerimizce bu anlamda son derece yetişmiş personellerimiz var. Binalar tek tek check edilecektir, kontrol edilecektir. Orada şüpheleniyorsanız şayet sakın ola ki bu binalara, bölgede vatandaşlarımız ilgilendiren bir başka konu, haberleşme hizmetlerinde acil ihtiyaçları olabilecek vatandaşlarımız için fatura, borç ve benzeri nedenlerle hatları kapanmış olanların da tüm ilgili operatörlerle görüşülmüş ve bu vatandaşlarımızın tamamının bölgedeki hatları... Ya hallo meine Lieben, das ist, der Sprecher hier ist Fuat Oktay, er ist der Präsidentensprecher, nicht Sprecher, sondern er ist der Präsidentensekretär. Es hat auch schon der Innenminister gesprochen und andere Minister, die für dieses Erdbeben zuständig haben, auch schon Erdbeben zuständig sind, haben auch schon gesprochen. Das Erdbeben fand an der syrischen Grenze statt. Allerdings haben wir in der gesamten Türkei das mitbekommen. Also auch hier in Alanya hat es geschüttelt. Nur zur Info, hier in Alanya hatte es, wenn ein Erdbeben ist, denkt man, also mein erstes Erdbeben war so, dass ich gedacht habe, habe ich jetzt einen Schlaganfall bekommen oder was, weil es sich so langsam bewegt hatte. Mein Bürostühle ist hin und her und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Habe ich einen Schlaganfall oder was? Man denkt gar nicht erstmal ans Erdbeben, aber wenn man das mal erlebt hat, dann ab dann schon. Wie ist es denn bei uns? Also erstmal mein Beileid an die gesamten Menschen, die darunter leiden mussten. Und es gibt auch viele Tote. Mein Beileid an alle. Und es sind viele Aufnahmen da. Und der Präsidentensprecher sagt, es sind 100 Teams, Erdbebenteams. In jeder Stadt gibt es mittlerweile Katastrophenschutzeinheiten und 500 Generatoren wurden ausgeliefert an die Leute, die, ob es Strom ist oder Wärme oder was auch immer, und über 1000 Helfer sind unterwegs und natürlich die zivilen Helfer auch. Die Türkei ist vorbereitet für Erdbeben, aber natürlich kann man das Leid nicht einfach so lindern. Aber wir hatten vor 5 Jahren ein Erdbeben im Osten und da schauen jetzt die Straßen natürlich besser aus. Und wie ist es jetzt in Alanya? Also mein Beileid, wie gesagt, an alle Opfer oder die leiden müssen. Ja, in Alanya-Gebiet ist es so, ihr wisst ja, Side ist in der Nähe von Alanya-Antalya, in der Mitte etwa. Und nicht nur in Side, auch in Antalya hier die Burgmauern und antike Stätten stehen alle schon seit Jahrtausenden. Also hier ist zum Glück nicht so schlimme Erdbebengefahr. Also wir haben hier in Alanya Antalya haben wir zum Glück keine sehr schlimmen Erdbeben. Sonst würden diese antiken Stätten nicht stehen. Nur zur Info. Also ich will jetzt hier niemanden beruhigen oder so oder irgendwas gutreden. Ist mir egal, wenn jemand meint, es ist ihm zu gefährlich oder was auch immer. Ja gut, dann ist es halt nichts für euch. Aber wie gesagt, ich will auch hier niemanden beruhigen. Aber ich bin deswegen beruhigt, weil wenn antike Stätten schon stehen oder uralte Moscheen mit ihren Türmen, dann kann ich sagen, ja, dann sind wir hier schon sicherer. Das hier ist Istanbul. Da und ich hatte ja neulich ein Video gemacht mit Bauvorschriften in der Türkei von unserem Objekt, von unserem neuen Objekt in Ober. Und da hatte ich ja gezeigt, dass wir auch Betontests machen lassen müssen. Das ist von der Behörde angeordnet. Und deswegen in den moderneren Bauten ist eher selten irgendwas, dass halt was abstürzt. Und ja, hier in Alanya hatten wir, wie gesagt, jetzt hat es nachts auch geschüttelt. Ich habe es ja selber gefühlt. Aber
zum Glück nichts passiert, zum Glück nichts passiert. Weil sonst würden ja die antiken Städten auch nicht stehen, seit über tausenden Jahren. Allerdings kann das natürlich auch passieren, aber auch in Deutschland gibt es ja Erdbeben. Ja. Wissen ja viele nicht, aber es ist so. Auch in Deutschland gibt es Erdbeben. Und ja, hier haben wir die Liste von Erdbeben in Deutschland. Und da gibt es jetzt verschiedene Zonen. Und aber zum Glück sind sie in Deutschland etwas schwächer. Nur selten gibt es stärkere. Ja, ich will jetzt nichts Blödes sagen, aber wir haben in Deutschland auch sehr alte Gebäude und da nimmt es natürlich einige Gebäude auch mit, wenn da ein Erdbeben ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich ist die Erdbebengefahr in Erdbebengebieten wie die Türkei schon höher und zum Glück lebe ich in Alanya, wo halt seltener starke Erdbeben sind oder sehr selten. Wie gesagt, die Beweise dafür sind die antiken Städten. Aber ich will jetzt hier nichts schönreden. Ich denke schon, dass es überall auf der Welt mal schlimme Erdbeben geben kann und auch wird. Und auch wird es hier natürlich auch wieder geben. Ich will auch nicht sagen, dass Alanya Antalya komplett verschont ist, auch wenn die antiken Städten stehen. Ich denke schon, dass es irgendwann mal passieren könnte, aber was soll's? Das kann auch in Deutschland passieren, laut Informationen, dass es auch in Deutschland schlimme Erdbeben geben könnte. Ja? Und deswegen, was soll's? Ich meine, das Leben ist halt so. Das Leben ist nicht immer nur alles super, alles sicher. Nein, wer das denkt, der braucht gar nicht auf der Welt sein oder in einer Hütte leben. Ja. Und es hat viele Gebäude erwischt, leider auch viele ältere Gebäude, leider auch viele Bauten, wo schwarz gebaut wurden, danach halt doch genehmigt wurden. Und ja, das sind halt so die üblichen Fälle, wo auch Gesetze nicht eingehalten werden. Zum Glück haben wir hier in Raum Alanya die Gesetze und habe ich ja schon in verschiedenen Videos gezeigt, dass man hier nicht einfach so bauen darf. Man muss schon hier alles stabil und ordentlich bauen mit Vorschriften. Dementsprechend geringere Gefahr. Tja, meine Lieben, so viel mal von mir. Die Flughäfen wurden gesperrt. Aber nur für zivile Flüge, nicht für staatliche oder Militär- oder Behördenflüge. Hier sieht man, wie ein ganzes Gebäude runterfällt. Das ist halt ein älteres Gebäude. Und also wirklich mein Beileid, das wird jetzt einige Wochen dauern, bis das Ganze mal gemacht wird. Das klingt jetzt blöd, aber alles hat auch was Gutes. Da sehen all die Luschen, die meinen, sowas ist nicht wichtig, ja. All die Luschen, die meinen, der Westen der Türkei, die sind zu pingelig, zu vorsichtig. All diese Luschen haben jetzt eine Ohrfeige bekommen. Wegen euch Luschen gibt es so viel Tote. Und deswegen ist es gut, dass Alanya und Antalya die Vorschriften einhält, damit sowas nicht einfach passieren kann. Okay, soviel von mir, meine Lieben. Nochmal mein Beileid an alle. Ich werde çalışmamız var sahada. Çok yoğun olarak devam ediyor. İleride valilerimiz ve bakanlarımız koordinasyonunda Maraş, Antep, Gaziantep doğalgaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep. So, da seht ihr mal wieder, was ich immer sage. Ich sage immer, ich bin froh, dass in Alanya kein
Stadtgas gibt, also Gas in der Leitung, denn wir haben immer noch unsere Gasbehälter und passiert auch so gut wie gar nichts hier. Explosion oder sowas überhaupt nicht. Und die Dinge halten 3 Monate bis 6 Monate, je nachdem, wie oft man kocht. Und jetzt sagt er gerade, in den Erdbebengebieten, wo es Stadtgas gab, wurden die abgestellt, aus Sicherheitsgründen. Ja, jetzt wisst ihr, worauf ich hinaus will, ja? Versteht ihr? Und jetzt stehen auch die Häuser, die nicht kaputt sind, haben jetzt auch kein Gas und können jetzt nicht kochen. Also deswegen bin ich echt eigentlich mehr für zentrale Energieversorgung, ja, zentral. Ja. Und ja, wie soll man das machen? Ja, wie denn? Geht doch. Wir kochen hier sehr gut und ohne Probleme mit unseren Gasbehältern. Okay, Leute, jetzt mal viel gelabert, also nochmal mein Beileid. Und das war jetzt nur mal ein kurzes Informationsvideo. Und ich werde, ich habe ja auch Verwandtschaft, ich bin ja aus Adana, hier aus der Gegend. Und da ist zum Glück nichts Großartiges passiert, obwohl da viele Hochhäuser gibt. Adana ist fast wie, kann ich sagen, das ist ein richtiges Hochhausgebiet eigentlich. Höher als Mahmutlar, da dürfen 20 Stockwerke gebaut werden und ist zum Glück nichts passiert, ja, dank den Vorschriften. Ja. Also Leute, ich werde meine Verwandtschaft fragen. Ich habe auch in Gaziantep Onkel und so weiter und ich werde sie fragen, ob da irgendwas, ob da Leute, natürlich ist da was passiert, ob sie Leute kennen, denen man helfen kann. Und denen werde ich dann türkische Lira schicken, ja, und helfen. Okay, so viel von mir. Ich bin froh, dass die Türkei moderner ist. Früher wusste keiner Bescheid, wer da zu Hilfe kommt. Jetzt haben wir Katastrophenschutz und so weiter und alles zum Glück schnell und direkt zum Helfen. Und das verdanken wir unseren Erdogan, denn der Westen hätte gern die Türkei als armes Idiotenland, wo immer abhängig war, immer abhängig ist. Die Zeiten sind vorbei, zum Glück. Und deswegen werden auch die Wahlen inshallah wieder die AKP gewinnen. Natürlich, die Deutschen in Deutschland bekommen ja ganz andere Nachrichten, dass Viktor Orban der Teufel ist, Erdogan der Teufel ist, Putin der Teufel ist und sie selber sind alle heilige Engel, die Schwulen-Ehe erlauben. Wieso erwähne ich hier jetzt die Schwulen? Seht ihr mal, die sind dran schuld. Ja? Die armen Schwulen und Lesben müssen darunter leiden, dass im Westen alles so Ding wird, übertrieben wird. Ja? Das ist erlaubt. Die Toiletten, wir machen Mischtoiletten. Mein Gott, als ob das die... Ich habe ja mit meinen Kumpels, mit meinen schwulen Kumpels geredet. Die haben gesagt, das schadet denen nur, dieses... unsinnige, idiotischen Debatten. Ja. Ach, seht ihr mal, vom Erdbeben zum schwulen Themen. Also, ich nehme meine schwulen Freunde in Schutz, ja. Wehe, die tut einer mal hier drangsalieren oder belästigen oder was auch immer. Passiert hier sowieso nicht. Ja. Passiert hier sowieso nicht. Man tut zwar dann vor gehaltener Hand sagen, oh, die sind voll schwul, die zwei da in dem Dinggebäude in Mahmutlar. Na und? Mein Gott, lass sie doch, ja. Das sind auch meine Freunde, die brauchen nicht unbedingt Christopher Street Day oder was auch immer, wo sie gegenseitig da ihre Schwänze halten müssen um 12 Uhr mittags vor der Kamera, um zu zeigen, dass sie Rechte haben. Versteht ihr? Solche schwachsinnige schaden dem Ganzen nur. So, also wirklich jetzt von dem einen zum anderen. Okay. So, soviel von mir, meine Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.
Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ali abi. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkürler diyorum. Hayırlı olsun. Teşekkürler. So, das war hart, aber es ist für euch alle gut und für mich auch und alles besser, qualitativ, viel mehr Sicherheit für euch. Sowas darf man nicht wieder verlieren. Es war anstrengend, sehr anstrengend.